Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal, Ihre Dendera Susanna Medici. 27. März 2019. Heute ist Portaltag. Die Portaltagen gehen zum Maya-Kultur zurück, weil das beschreibt die Maya-Kalender. Die alten Mayas haben die Natur beobachtet, die wiederkehrenden Zyklen beobachtet, die kosmischen Einflüsse beobachtet und sie haben ein ganz präzisen Kalendersystem ausgearbeitet. Nicht nur die Mayas, sondern auch die Ägypter, auch die Chinesen haben auch Kalendersysteme und das ist im Einklang mit der Natur. Die Naturvölker haben das noch beobachtet. Wenn ich vergleiche auf unserem Kalender, wir benutzen die gregorianischen Kalender und das kommt von Papst Gregor und hat mit Natureinflüssen, mit kosmischen Einflüssen überhaupt nichts zu tun. Wir sind mit diesem Kalender nicht im Einklang zum Natur. Aber zurück zum Maya-Kalender. Die Maya-Kalender ist sehr präzise. Sie haben das ausgearbeitet. Leider ist ein Teil verloren gegangen. Ein Teil hat die Inquisition verbrannt von diesen Schriften. Aber ein Teil ist noch erhalten geblieben. Auch wenn das für uns fremdartig erscheint, möchte ich näher bringen, weil das beschreibt die Tagesqualität. Und auch, dass die Zeit wiederkehrt sich. Unserem Kalendersystem, dieser gregorianische Kalender, ist aufgebaut lineal. Und die Maya-Kalender und anderen, auch die chinesischen Kalendersystem, das zeigt die wiederkehrenden Zyklen, die wiederkehrenden Phasen. Das ist wie eine Art so geschmeidige Rhythmus und Bewegung. In Maya-Kalender gibt es 20 Wellen oder Tönen oder Frequenzen. Es sind feinstofflichen Energiefeld. Und alle 13 Tage ändert sich die Frequenz, ändert sich die Welle, diese Energiefeld. Wir befinden uns gerade in 9. Welle und das dauert bis 6. April 2019. Die wichtigen Themen sind in dieser Welle die Schlangenenergie, die Kundalini-Energie, die Transformation, dass wir Ängste loslassen, Zweifel oder Schuldgefühl, dass wir verabschieden von diesen Gefühlen oder dass wir gerade die Hindernisse aus dem Weg räumen und gestalten wir etwas Neues. Dann haben wir auch Platz. Und dann kommt die Mut, die Kraft und die Begeisterung, die Feuerelement, was alles in Bewegung setzt, ist auch eine Sexualenergie, was diese Welle uns vermittelt. Wir sind jetzt im 3. Tag in 9. Welle und die Mayas haben die Zahl 3 so gezeichnet. Und das heißt, gestern waren wir noch in Dualität, die inneren Gleichgewicht halten, die inneren Ruhe bewahren, die Dualität ich und du und die Gemeinschaften oder etwas ausgleichen, etwas vergleichen. Und aus diesem Dualität kommt die Auflösung und wir bewegen uns dann
in eine Richtung und diese Bewegung zeigt die Zahl 3, etwas im Schwung zu bringen, von etwas befreien, etwas in Bewegung setzen. Das kann auch Einflüsse sein von außen und die Zahl 3 vermittelt auch, wie wichtig das ist, gerade miteinander kommunizieren. Die heutigen Kraftfeld, was die Qualität des Tages ausmacht, ist Manik, diese blaue Hand. Manik ist eine Heilenergie, zeigt die 4 Elemente, zeigt die Medizinrad, die Körperkraft, die Vitalität, die Taten, Handlungen natürlich und auch die Heilung. Zu Manik steht als Krafttier Hirsch oder Pferd. Dann steht auch die Halbedelstein Mondstein, blaue Quarz oder Edelstein Saphir. Aber weil hier um Heilung geht, passt auch die Rauchquarz natürlich auch. Hier die Jungfrau-Symbol und die Erde-Element bedeutet Erdverbundenheit, das körperliche Zustand, auch die Heilung, die körperlichen Erkrankungen ist natürlich eine gute Unterstützung, energetische Unterstützung, die Heilung. Die Mondenergie zeigt Ben und das hat einen Einfluss auf unsere Gefühlen. Ben bedeutet Mais oder der rote Himmelswanderer und symbolisiert das Baum des Lebens. Und in diesem Baum ist auch wichtig, verankert zu sein, verwurzelt zu sein, steht in Verbindung zu unserem Wurzelchakra. Und von hier aus kann auch alles ausdehnen, diese Grenzenlose, weil dann verspüren wir die Halt, die Stabilität. Und gerade diese Energie, etwas ausdehnen, von etwas befreien und von hier, von diesem Basis aus etwas aufbauen, ausdehnen, dabei unterstützt uns Bergkristall, steht auch in Verbindung zum Luftelement und Tierkreiszeichen Zwillinge, was auch die Kommunikation auch symbolisiert. Und das bedeutet für heute, raus aus der Bequemlichkeit, die Richtung bestimmen, etwas in Bewegung setzen, handeln, dann ist auch ein Heilenergie, auch auf die Gesundheit, auf die Heilung achten, raus aus die Enge ausdehnen und es ist auch wichtig, miteinander reden. Und das war die heutigen Portaltag. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici. Seid ihr herzlich willkommen bei diesem kurzen Video, wo ich euch informieren möchte. Ich habe ein super tolles Angebot für euch und dieses Angebot ist gratis. Ihr braucht euch auch nichts verpflichtet fühlen für etwas. Das Thema ist Dualseelen, Dualseelenprozesse. Das, was ich wahrnehme in Praxis, dass viele von euch in diesem Dualseelenprozess drin steckt und ihr weiß nicht, wie das weitergehen soll. Warum ist es so? Das ist mal die erste Frage. Wie kommt ihr davon los? Oder hat das überhaupt einen Sinn in dieser Beziehung bleiben? Was sagt das alles aus? Und dafür habe ich ein Einführungsvideo gemacht, Einführungsvideo zum Verstehen, was das überhaupt ist, duale Seelen und was sagt es auch. Und dieses Video werde ich nicht veröffentlichen. Das ist nicht für jede da, das ist nicht für jede geeignet, sondern wirklich für diejenigen, die in diesem Prozess drin sind, wo das wirklich interessiert oder möchten sich etwas verbessern.
Und ich bitte euch, wenn ihr in diesem Dualseelenprozess drin seid oder interessiert euch dieses Thema, dann schreibt mir bitte ein E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Das hat mit Beratung oder Beratungsvideo jetzt in dem Sinne nichts zu tun. Diese Video ist wirklich kostenlos. Und ich möchte aber nur für diejenigen zugänglich machen, wo da wirklich ernsthafte Interesse zeigen. Und ich freue mich, wenn die Interesse besteht und ihr bekommt dann die Zugangsdaten, ihr bekommt den Link dazu und könnt ihr diese Einführungsvideo, diese Erklärungsvideo dann anschauen. Und damit möchte ich euch weiterhelfen. Ich bedanke mich für die Interesse, ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.